Chemie endlich verstehen, heute mit dem Thema Oxidationszahlen bestimmen. Bei einfachen Redoxreaktionen, wie zum Beispiel dieser hier, kann man ganz leicht erkennen, dass Aluminium Elektronen abgibt und es sich somit um eine Oxidation handelt. Ganz anders sieht es bei dieser Reaktion aus. Hier ist es nicht sofort ersichtlich, ob Elektronen abgegeben oder aufgenommen werden. In diesem Fall brauchen wir Oxidationszahlen. Oxidationszahlen geben eigentlich nur gedachte Ladungen von Atomen innerhalb einer solchen Verbindung an, anhand derer wir dann erkennen können, ob Elektronen abgegeben oder aufgenommen wurden. Das heißt, sie sind eigentlich nur ein Hilfsmittel, um zu erkennen, von wo nach wo Elektronen übertragen werden. Grundsätzlich gibt es verschiedene Regeln zur Ermittlung von Oxidationszahlen. Die erste Regel lautet, elementare Stoffe haben die Oxidationszahl 0. Wasserstoff hat eigentlich fast immer die Oxidationszahl plus 1. Sauerstoff hat fast immer die Oxidationszahl minus 2. Die Summe der Oxidationszahlen neutraler Moleküle, das ist wichtig, ist immer 0. Die Summe der Oxidationszahlen geladener Ionen entspricht immer der Ladung. Die Metallionen haben immer positive Oxidationszahlen, die der ersten Hauptgruppe plus 1, die der zweiten plus 2. Und die Halogene, also die Atome der siebten Hauptgruppe, haben meistens die Oxidationszahl minus 1. Jetzt ein paar Beispiele dafür. Elementare Stoffe haben die Oxidationszahl 0. Das heißt, Eisen, Wasserstoff, Sauerstoff, Natrium haben in elementarer Form immer die Oxidationszahl 0. Regel 2 und 3. Wasserstoff hat meistens plus 1 und Sauerstoff minus 2. An dieser Stelle kommt jetzt noch die vierte Regel ins Spiel, und zwar die Summe der Oxidationszahlen neutraler Moleküle ist 0. Jetzt könnt ihr sagen, plus 1 und minus 2 ist ja gar nicht 0, aber wir müssen hier die 2 beachten. Die plus 1 wird doppelt gerechnet, das heißt wir haben plus 2 plus minus 2 und das ist wieder 0. Mithilfe dieser Regeln können wir jetzt auch Oxidationszahlen von Atomen bestimmen, die von diesen Regeln erstmal so nicht abgedeckt werden. Zum Beispiel bei Kohlenstoffdioxid. Wir wissen, die Oxidationszahl von Sauerstoff ist minus 2, aber für Kohlenstoff ist jetzt keine Oxidationszahl so festgelegt. Wir wissen aber, die Summe dieser Oxidationszahlen muss wieder 0 ergeben. Das heißt, x plus 2 mal minus 2 ist gleich 0. Wenn wir das jetzt nach x auflösen, bekommen wir für Kohlenstoff die Oxidationszahl plus 4. Ein weiteres Beispiel. Ammoniak, NH3. Wir wissen, dass das Wasserstoffatom die Oxidationszahl plus 1 hat. Für Stickstoff ist uns keine Oxidationszahl bekannt, dementsprechend müssen wir wieder rechnen. Y plus 3 mal plus 1 ist gleich 0, aufgelöst nach Y ist gleich minus 3. Das heißt, die Oxidationszahl von Stickstoff ist minus 3. Regel Nummer 5. Die Summe der Oxidationszahlen geladener Ionen entspricht der Ladung. Fluorid hat eine Ladung von minus 1 und so ist auch die Oxidationszahl minus 1. Ein OH-Ion hat mit Sauerstoff minus 2 und Wasserstoff plus 2 auch in der Summe die Oxidationszahl minus 1. Mit diesem Wissen können wir auch die Oxidationszahlen von Atomen bestimmen, die wir auf den ersten Blick noch nicht mit unseren Regeln benennen können. In diesem Fall Schwefel. Wir wissen, dass die Summe dieser Oxidationszahlen minus 2 sein muss. Also ist x plus 3 mal minus 2 gleich minus 2. Wenn wir das Ganze umformen, 3 mal minus 2 sind minus 6. Nach x umgeformt bekommen wir plus 4 für den Schwefel raus. Regel Nummer 6. Metallionen haben immer positive Oxidationszahlen. Die erste Hauptgruppe plus 1, die zweite Hauptgruppe plus 2. Und die Halogene, also die siebte Hauptgruppe, haben meistens die Oxidationszahl minus 1. Natrium steht in der ersten Hauptgruppe, bekommt dementsprechend plus 1. Sauerstoff ist schon bekannt. Calcium steht in der zweiten Hauptgruppe, bekommt dementsprechend plus 2. Sauerstoff ist immer noch bekannt. Und bei Natriumchlorid, erste Hauptgruppe plus 1 und siebte Hauptgruppe minus 1. Ich hoffe, ihr habt soweit alles verstanden. Bis bald.